Einen wunderschönen guten Morgen an alle, die mich hören. Ich mache für euch ein ganz kurzes Update zu dem Video von 19.12. und dass ihr noch einmal die neuen Marken habt, weil wir bis zum Bereich, die ihr seht, einfach damals gesprochen haben. Wir haben den Long-Position eröffnet bei 13.140 und haben den 13.155 erhöht. Und dann ab diesem Moment haben wir den Stopp gezogen auf die unter der 13.190 und haben wir als Minimalbereich 13.000 300 und 13.335 und 40 aus 50 als Maximalbereich angegeben. So, ihr seht, was der FDAX daraus gemacht hat. Also es ist wunderbar alles gelaufen. Ihr seht ja auch den Maximalbereich, was der FDAX auch daraus gemacht hat. Das heißt, wenn jemand bisher seine Position gehalten hat, also ob der jetzt Stopp gezogen hat oder hier in der Bereich, im Maximalbereich reduziert hat, gehedged hat, egal wie ihr das gemacht habt, das hat wunderbar funktioniert. Also, wir sehen jetzt, was im Moment Sache ist. Wir sehen, dass sobald FDAX über den Bereich, was ich am 19.12. gesagt habe, über den Bereich 13.270 sich stabilisiert. Ihr seht genau, was dann passiert. Wir brauchen bei FDAX keine Interpretation, der zeigt sich seine Route selbst, weil den kennt seine Route ja wunderbar auch selbst. Über diesen Bereich hat sich FDAX im Moment stabilisiert und kommt er auch nicht so leicht runter. Das bedeutet, dass wir halt eben den Maximalbereich gesehen haben und jetzt öffnet er eventuell auch die Türen, den Maximalbereich zu übersteigern. Also das heißt, wir halten unsere Stopp, wir haben Hedge-Position in dem Maximalbereich natürlich eingegangen. Wir haben gewartet, ob FDAX nochmal unter die 80 geht, was er bisher nicht getan hat. Das bedeutet, wir müssten den Hedge-Position auch reduzieren, denn Long-Position haben wir immer noch maximal. Wir haben nur gehedged, aber wir warten nur auf die nächste Woche, also Anfang der nächsten Woche, um zu schauen, schafft der FDAX darüber, sich zu stabilisieren, geht natürlich unseren Stopp von diesem Bereich hoch unter diesen gelben Kasten. FDAX hat noch ein paar Hürden vor sich und die kennt ihr eigentlich. Das ist wieder die 13.370, 80 und dann eben den ehemaligen Zielbereich und ehemaligen Maximalbereich von 13.460. Er kann, wenn er hier den Power gibt, noch einmal alle diesen Bereich sehen. Das würden wir nächste Woche sehen. Leider sind wir nicht live für euch, dass wir die rechtzeitig und live ankündigen. Ich wollte es ja nur mit diesem Video einfach zeigen, was FDAX bisher gemacht hat und was wir mit unserer Long-Position gemacht haben und was nächste Woche die Aussichten für die nächste Woche ist. Also den Stop Long werden wir, falls FDAX sich darüber stabilisiert, ziehen unter diesen gelben oder halt eben sofort bereit sein, noch einmal Position zu hedgen, wenn das diesen Bereich nicht wirklich, also wenn der nur ganz kurz darüber gehen sollte und noch mal runterkommt, und werden wir sofort Long-Position diesmal wieder einmal reduzieren. Haben wir bisher noch nicht, wir haben nur gehedged gehabt und wir werden Position reduzieren oder auch eben glattstellen und den Hedge-Position hochfahren. Achtet ihr bitte auf diesen Bereich und wir freuen uns total auf den neuen Jahr mit euch, dass wir wieder live sind. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und
ein sehr guter Start in 2020. Bitte schreibt mir unter dem Video, was ihr aus dem Long gemacht habt, die ihr mit uns eingegangen seid. Bis wohin habt ihr die behalten? Ich freue mich wirklich über jeden Kommentar von euch und ja, dann bis in ein paar Tage. Wir sehen uns in alter Frische in 2020 wieder. Alles Liebe, bis bald.